Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor Sense Fortress in meinem Invasionsrun. Und in der letzten Folge hat es einer geschafft, mal invasiv in mein Spiel einzudringen. Und hat auch gewonnen, leider. Ich glaube, ich habe mich nicht allzu schlecht geschlagen. Aber, ja, jetzt kommt erstmal noch so eine kleine, ja, nicht eine Hölle, aber so ein bisschen eine Herausforderung, ne? Sense Fortress ist nicht ohne. Ich bin, oh, stopp. Fast vergessen. Ich muss ja auf jeden Fall menschlich werden, weil ich nicht weiß, ob ich zu meinem Loot komme und dann Leuchtfeuer und so ist ein Stückchen. Deswegen machen wir das mal eben. So. Und ich kann wieder invaded werden. Was ist eigentlich, wie würde man das auf Deutsch sagen? Man kann in mein Spiel eindringen. Ein Invader ist so ein Eindringling. Angreifer, man kann mich angreifen. Wie habe ich den denn immer gemacht? Ich glaube, ich laufe hier jetzt einfach vorbei an dem. Ja. So, und hier kommt jetzt dieser wilde Brutzler von vorne. Kann mich nicht mehr an das. Ja, nein, 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 nein. Nein. Das klappt, nee. Wie habe ich denn das. Ja, gut. Okay, alles easy. Kein Problem. Das Ganze jetzt hier nochmal. Einfach dran vorbeilaufen, ne? Einfach dran vorbeilaufen. Habe ich da gerade einen roten Namen gesehen? Nee. Nee. In den engen Räumen hier. Komm erstmal an der Kugel vorbei. Ah, da ist er! Er kommt rein und prügelt mich! Nee, hier ist Lava! Geh weg! Nicht mit der Lava hier rumspielen! Nee, jetzt kommt die Schlange von hinten! Kommt hier so eine dämliche Schlange auch noch an.
Jetzt muss ich mich auch noch nebenher um die kümmern, ey. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Was zum... Hör auf, mit Sachen auf mich zu werfen. Waffe in Gefahr. Oh, shit. Nee, jetzt mache ich auch noch keinen Schaden mehr. Oh, okay. Scheiße. GZ. GG. Lieber Tassilos Leia. Oh, Mann. Jetzt muss ich aber ganz kurz... Jetzt muss ich die Waffe reparieren. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür brauche. Ich hätte mir mal das Ding, das Ding kaufen sollen, dass ich das am Leuchtfeuer machen kann. Hat der das? Ja. Da, 2000 Seelen. Ah, habe ich jetzt nicht, ne? Okay, bei den Kugeln nach unten gehen. Passt. So, wieder menschlich machen. Ja, ich habe ein paar in der Tasche, das stimmt, aber jetzt hält das Schwert ja erstmal eine Weile wieder und ich will die Soldatenseelen erstmal aufheben noch. Ich pack den einfach mal hier rein. Oh, jetzt muss ich wieder diese Schlangen bekämpfen. Ein wenig WoW zocken. Merlin, viel Spaß. Ach, guck mal, zweihändig ist das Schwert einfach tausendmal krasser. Ah, okay, so viel krasser ist es dann auch nicht. WoW, das fand ich früher auch so geil, ne? Mittlerweile ist es, keine Ahnung, macht's mich nicht mehr so richtig an. Auch wenn ich gern irgendein MMO spielen würde. Nee, was mache ich denn jetzt? Einfach mal zweimal den Finger benutzt, aber das passt. Nein! Oh. Dieses Sense Fortress, ey. Oh. Legendäres Level, ja. Oh, es ist wirklich legendär. Liebe Schlangenboys, kommen Sie bitte.
Ach nee. So, jetzt aber, los, los, durch hier. Ich glaube, ich hatte den, ich glaube, ich hatte dieses, den hier schon pariert. Zu früh. Also so verschwende ich natürlich meine Menschlichkeit, wenn das, wenn ich diese, an diesen dämlichen... Ach, alles gut. Alles gut. Scheiße, Mann. Ich war doch da schon dran vorbei. Ach. Bin wieder da. Klappt das mit den Invades? Tassilo Slayer hat mich jetzt schon zweimal getötet. Und Marius, wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Er hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht du das vielleicht sogar sein könntest. Bin wieder da. Ja. Klar. Come on. Nach 30 Minuten wieder aufgehört. Schlangenschwert, was kann das? Stärke B. Hat halt keinen Effekt, aber könnte vielleicht auch was sein. Ich glaube, ich werde doch wieder Stärke machen. Du hältst das Game nicht aus? Ist doch... Was? Ist doch voll okay. Nicht runterfallen. Danke. Der Bat. So. Kommt hier einer hinter... der kommt hinterher! Mann! So, und hier ist irgendwo ein Blitzspeer. Nee, hier ist doch gar nichts. Nein, aua. Scheiße. Nee. Welche von euch Ratten? Ich bin sowieso tot. Also ich glaube nicht. Stimmt das, dass da ein Blitzspeer ist? Ich glaube, da ist... Also, ich wüsste es nicht. Aber wo?
Da ist eine Mimik irgendwo. Okay. Dann werde ich aber erst die Kugeln umlenken, glaube ich, dass ich da auch wieder hochkomme. Und dann mal da hinschauen. Da ist eine Mimik. Wo ist da eine Mimik? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ach so, ja dann doch, ich dachte, ach so. Da bin ich noch nie hingekommen, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Da gibt's so einen Trick irgendwie, ne? Da muss man, glaube ich, irgendwo drüber hüpfen, kann das sein? Bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Das Loch ist irgendwann mit Kugeln gefüllt. Aha. Dann, ich dachte vorne runter, dann habe ich das falsch verstanden. Nein, nein, nein. Oh. Fuck. Ja, Leute, wenn ich keine Menschlichkeit mehr habe, ne, dann wird's schwer. Muss ich dann welche farmen gehen? Muss ich dann Ratten killen gehen im Ding unten? Aber um das, dass das Loch gefüllt wird von Kugeln, das... Nicht vorm Bonfire Teleport. Okay, ja, macht Sinn. Marius, mega schade, dass du das nicht. Hey! Flori MTV! Danke für den Follow. Hi! Dankeschön! Ach, come on! Nee. Oh, diese Schlangen auf diesen engen Passagen und überall, es ist... Oh. Der immer mit aktivem menschlichen Aussehen spielt. Ja, bei mir geht es gerade darum, dass es eine Challenge ist, mehr oder weniger. Also keine Challenge, sondern einfach den Run ein bisschen spannender zu gestalten, dass die Zuschauer invaden können. Normal ist es mir relativ egal. So. Okay, also nicht nach rechts runter, sondern... War da oben nicht auch was? Da, wo die steht? Die Schlange?
Für dich gehören Invasionen zum Game dazu. Ist das eine Mimik? Hartstahlring, nee, gut. Das war's nicht. Tatsächlich habe ich immer offline gespielt. Ich habe erst vor einem halben Jahr mit Dark Souls überhaupt angefangen. Und auf YouTube in den Aufnahmen fehlen noch ein paar Bosse bei Dark Souls 1. Deswegen bin ich nochmal zu Dark Souls 1 gegangen. Und mach einen All-Bosses mit Invasionen-Run quasi. Also nicht quasi, es ist so. Das tun wir hier gerade. Und Tassilo Slayer hat mich jetzt schon zweimal erwischt. Ich hoffe, er kommt nicht nochmal. So, hier rum. Ach so, ich darf die ja gar nicht berühren. Stimmt. Ah, Mist. So, hier gab's. Also oben. Ich bin mir jetzt. Scheiße. Scheiße. Ah. Ich konnte doch hier irgendwo. Ja, das war genau hier. Hier nicht. Oder zum Aufzug. Ah, irgendwo kann man eine Abkürzung machen, ne? Aber ich weiß nicht. Lol, hier war ich noch. War ich hier schon? Hier war ich noch nie. Oder? Doch. Nee, hier war ich noch nie. Lol, wo bin ich? Hä? Wo kommt man denn hier raus? Hier ist der Aufzug. Treppe runter. Aber hier kann ich ja jetzt nicht. Kann ich hier, wenn ich runterhüpfe, sterbe ich doch. Oder wie soll ich hier weiterkommen? Ich check's nicht, ne? Ah, der fährt auch wieder runter. Aber der hält hier ja nicht an. Aber ich kann ja. Ja, doch, warte. Nee! Oh! Okay, ich hab's überlebt! Okay, 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 okay. Der Blitzspeer, okay. Der soll angeblich auch ganz cool sein. Aber der hat auch keinen Attributsbonus. Ich will ja eine Waffe mit Attributsbonus eigentlich haben. Aber den probiere ich den mal ein bisschen aus. Der macht jetzt schon 288. Dann probiere ich den jetzt mal aus. So, und jetzt muss ich am zweiten Ausgang raus, glaube ich, ne? Nee, noch einen weiter. Oder? Nee. Oder doch? Wo kann ich denn hier jetzt hin? Ah, hier kann ich jetzt. Oh mein Gott. Den Weg bin ich hier noch nie gelaufen.
da unten will ich eigentlich nicht hin. So, wie war das jetzt hier noch? Einfach kurz abwarten, ne? Ja. Genau. War hier ein Gegner? Bin hier irgendwo Gegner? Hier waren miese Gegner. Du da oben. An dich erinnere ich mich. Okay. Okay, ja, der Blitzspeer, der tut was. Oh, kannst du weit hüpfen. Der Blitzspeer ist echt ganz nice. Er hat dem Namen alle Ehre gemacht. Allerdings, ey. Warum stirbt man hier? Ach, wegen dem Boy da. Aha. Ich denke, ich sehe gerade die ganzen Blutflecken und denke, the fuck? Falle. Ach, nicht ausgelöst. Sehr gut. Hier ist auch irgendein Aufzug. Kann ich den aktivieren? Nee, ne? Ah, nicht schießen. Ach, danke. Ich weiß halt auch immer noch nicht, ob es hier irgendwo zwischendrin noch ein Leuchtfeuer gibt oder so, ne? Schwarzritter Großschwert. Ich hätte schon gerne auch noch irgendwas Cooles gefunden. So eine coole Waffe irgendwie gefunden gerne, aber... Leute, chillt mal. So, wie war das jetzt hier? Wo geht's jetzt hier? Ah, genau, hier bin ich direkt bei der Treppe und kann hier links hoch. Ja, gut, 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 gut. So war das. Mann, 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 Mann. Okay, das war eine Strecke. Ah ja, genau, hier lang. Was hat mir der Typ da hinten nochmal gegeben? Soll ich da hin? Lohnt sich das? Oh, irgendwas war dort. Irgendwas war dort. Irgendwas halbwegs Wichtiges. Hören Sie bitte auf. Was hat hier jemand geschrieben? Geheimpfad. Eben nicht. Irgendwas war da hinten, aber was war dort nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Er hüpft auch gar nicht. Hä, wie springe ich denn nochmal? Ich dachte... Doppelt B drücken. Beim Rennen nochmal, okay. Ah, versuche ich das jetzt? Ich weiß aber nicht mehr, was es dort gab. Oh. Nee, ich will All Bosses mit Invasion machen. Also, tun wir genau das. Und hier war doch irgendwas mit diesen Aufzügen, oder nicht? Oh Mann, ey! Ich kann mich nicht mehr erinnern. Genau, da steht einer von den Boys. So, da komme ich zum Boss. Aber irgendwas, ich glaube, also einmal muss ich, sollte ich glaube ich den hier erstmal snacken.
Hören Sie bitte auf! Nicht weiterhauen! Nee, Tassilo Slayer, nicht jetzt! Nicht jetzt! Geh weg! Geh weg mit deinem Giftscheiß! Nicht! Ey, hör auf! Alles hier voll spucken, ey! Ich glaube, es hackt! Ich brutzel dich mit meinem Elektrospeer! Geh weg! Nee, nicht hauen, Mann! Aua! Nee, ich kann nicht hier weg, ich bin in der Ecke! Schweinebacke! Nicht! Was ist das? Brutzel! Brenne! Ich brutzel dich mit meinem Elektrospeer! Jetzt bist du dran! Oh nein, er hat sich schon geheilt! Nix. Nee, stopp. Hör auf. Nein, ich kann nicht. Ich drück. Mann. 11.000 Seelen. Das gibt's doch nicht. Miko hat ein Alibi. Hat er gerade geschrieben, oder wie? Währenddessen. Es ist Sepp. 100 Pro ist das Sepp. Welche Stufe bin ich? Oh ja, sollten wir auch mal kurz gucken. Nochmal kurz. Ich glaube immer noch sowas 34 oder so. 38. Ach so, warte mal. Da hast du keinen Char. Ja, schade. Ja, das stimmt, der Thorsten ist auch noch da, der schreibt aber auch nix. Den kann ich da stehen lassen, passt. Ist Thorsten überhaupt bei mir im Stream? Ist ja auch noch so eine Frage, ne? Kann ja sein, dass er gar nicht hier ist. Niki, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Jetzt muss ich meinen Loot hier wiederholen. Dämlicher Tassilo Slayer. So. Oh, jetzt habe ich natürlich. Jetzt schleppe ich mein Loot zum Eisengolem. Vielleicht ist es auch Niki. Ganz geheim. Nope. Der stampft zweimal, gut. Fall runter! Jawoll! Sehr gut! Dass das klappt, hätte ich nicht gedacht. War die Rüstung zu auffällig? Was? Nein, das war einfach nur so geraten. Lol. Nee, das warst doch nicht du jetzt, oder? GG, Dankeschön.
War bisschen lucky. Let's go! Anor Londo! Wuhu! Wupp wupp! Let's go! Los geht's. Lege ich mich mit denen an? Ich glaube nicht. Erstmal Schrein holen. So, und Level up. Ach ja, Dreißig Vitalität. Let's go. Fetter Lebensbalken. Los geht's. Muss ich mit dir eigentlich quatschen? Ach so. Bei dir kann ich auch nochmal das machen. Nix ist es. Nix ist es. Alles easy. Alles gut. Ah, ich weiß nicht mehr, was in den Kisten hier drin war, rechts und links. Lohnt sich da irgendwas? Weiß ich nicht mehr. Komme ich gut durch? Ja. Ja. Der Tassilo Slayer, der ist ein bisschen. Der ist mies. Ich habe ihn noch nicht einmal gekillt bekommen. Wer auch immer es ist. Hat's Niki nicht zugegeben? War das ernst gemeint, Niki? Bist du das? Nee. Ey, ich will auch blitzen. Autsch. Ja, es ist so ein bisschen böse, der Kumpel, ne? Er macht ganz schön schnell seine Sachen, feuert er hier gerade ab. Aufhören. Ah, und dann treffe ich ihn nicht. Ach, come on. Na bitte, geht doch. Meine Güte. Unnötiger Gargoyle. Krieg ich nichts von dir? Schade. Wer ist der Mörder? Ja. Ja, ich habe schon auch immer noch den Sepp so im Verdacht. Aber könnte natürlich auch sein, dass die Niki ein wildes YouTube-Video macht und sich gerade eins ins Fäustchen lacht. Übrigens, guck gerne mal bei ihr vorbei. Heißt auf YouTube genauso wie hier auf Twitch. Ja.
Ey, dieser Blitzspeer ist ja der Shit. Genauso wie das Drachengroßschwert, ey. Also das ist echt cool hier. Was es hier nicht alles gibt. So, jetzt ist... Gut, den schon mal geschafft. Da vorne wird es ein bisschen wild. Ich glaube, man kann hier irgendwie rechts runterhüpfen, aber das... Nee, nicht runterfallen. Nein. Nee. Oh, gerade noch rechtzeitig gesoffen. Ja. Oh. Das ist so eine ganz schreckliche Schissstelle hier bei mir. Oh, gut, gut, gut. Oh nein! Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm. Warum nur? Oh, Scheiße. Ach, Scheiße, nein. Oh, Flori, du hast natürlich auch absolut recht. Oh, Kacke, ey. Oh, Mann. Und nochmal. Ah. Flori, ja, ich sollte mein Schild benutzen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Warum habe ich ihn denn dabei, den Schild? Ja, du müsstest den einfach in den Chat hauen können, wenn du das möchtest. Sollte einfach gehen. Nicht hauen. Nicht hauen, nicht runterhauen. Oh. Ja, das könnte jetzt noch ein paar Mal passieren. Oh. Da verschwende ich jetzt mal keine Menschlichkeit rein. Ihr könnt aktuell nicht invaden. Ich versuche da jetzt einfach mal durchzukommen. Weil da sterbe ich wahrscheinlich einfach so auch oft genug. Wenn ihr da jetzt noch versucht zu invaden... Ich glaube, das wäre von euch verschwendete Augäpfel und falls ihr die benutzt, wie auch immer, keine Ahnung. Ein Invader wäre fies. Ja, vor allem die Jungs, die da oben stehen, die sind schon fies genug. Tue ich mir echt schwer genug, da überhaupt durchzukommen. Oh, ja, die Kamera spielt hier auch immer gerne mal ein bisschen verrückt. Ey, nicht saufen. Dieser Blitzspeer, warum habe ich den das letzte Mal nicht benutzt? Der ist ja voll nice.
Ah! Ja, das wird jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie dumm? Nur fliegen ist schöner. Ach. Schön, schön, dass es euch freut. Ich bin minimal diese Stelle, die jedes Mal. Ich habe mich gefreut, nach Anor Londo zu kommen und habe vergessen, durch was ich hier zuerst durch muss. Mann, 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 Mann. Die Rüstung ist schon in Ordnung, ne? Einfach nur, dass ich es nochmal gecheckt habe. Später kommen ein paar Blitzboys. Das Bauchgefühl hat, wenn man runterfällt. Ich habe ein Bauchgefühl, wenn ich oben auf diesem Balken stehe, nicht wenn ich runterfall. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Alles klar, Flori. Schön, dass du am Start warst. Bis zum nächsten Mal. Ah, okay, und nochmal. Okay. Das war nein. Oh, ich wollte gerade sagen, das war gut. Und ich warte mich bis seine. Oh. Ich bin gegen seine Hitbox gelaufen. Die Bogenschützen finde ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Da bin ich das letzte Mal sehr gut durchgekommen. Aber wer weiß, es kann auch anders laufen, ne? Ich sollte nicht den Chat lesen, währenddem ich hier rumlaufe, ne? Abzüge in der B-Note. Irgendwann schaffst du es, mich einzuholen. Ja, Pat, wir haben ja schon gesagt, also ich werde heute wahrscheinlich nicht ganz durchkommen. Dann hast du auf jeden Fall Zeit. Und der Kill geht an Miko, ja, absolut. Ich habe genau die Grafik, die Nachricht gelesen. Birthday von und so weiter. genau, Pat, ich werde eh nicht durchkommen. Dann hast du die Woche nochmal Zeit, ein bisschen reinzuspielen, bis zu Cathy. Wie Sepp schon gesagt hat, dort gibt es dann ein Item, mit dem du unendlich invaden kannst. Oder beziehungsweise, nee, wie war das? Man kann unendlich Äpfel kaufen? Oder gab es das Item? War das ein Item? Mit dem Eid kann man unendlich invaden, Cathy 10 Menschlichkeit spenden. Da habt ihr es. Also, kommenden Samstag. Dieses Video wird innerhalb der Woche released werden. Kommenden Samstag wird es den nächsten Durchlauf geben. Nee, 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 nee. Och, Mann!
bin aber auch... Ich versuch's aber auch zu schnell zu machen. Ah. Ja, genau die gleiche Situation. Ich werde es auch nie lernen, glaube ich. Pseudo-Speedrunner. Ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen zu... So, okay. Miku, ich höre ja schon auf zu rennen. Nein, tue ich nicht. Hier geht's mir zu langsam hoch. Ich kann rennen. Hier falle ich nicht. So. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Okay. Okay. Jetzt wäre ich schon wieder fast gegen eine Leiche gelaufen. Okay. Nicht zu viel B drücken und durchlaufen. Oh. Muss ich hier... Muss ich den Hebel ziehen? Oder kann ich erst... GG. Danke. Ich glaube, hier unten war ein Leuchtfeuer. Wenn man den Hebel nicht zieht. Oder? Wie war denn das noch? Nee. Okay, doch. Erst den Hebel ziehen. Oder kann ich den jetzt hier drücken? Ah, der Hebel ist, falls die Plattform nicht da ist. Jetzt hat. Okay, verstehe. So, jetzt kann ich hier runter. Oh, hi, wer bist du denn? Ich habe ganz vergessen, dass du hier bist. Ich sehe nichts. Nee, 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 nicht, nein, warum rolle ich denn in ihn rein? Nein, jetzt muss ich nochmal durch diese Kirche durch. Ah, ich hätte einfach runterrennen sollen zum Leuchtfeuer. Ach nee, nee, ich muss nicht durch die Kirche, warte. Ich kann ja jetzt geradeaus. Ich glaube, ich kann jetzt geradeaus, ne? Ich muss nicht durch die Kirche durch.
Und dann könnte ich mich jetzt menschlich machen. Du tust dir nichts ins Fortress an. Alles klar, Pat. Du, dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Samstag dann. Also beziehungsweise kommenden Samstag. Für alle, die auf YouTube zuschauen und das rechtzeitig sehen, das wäre dann der. Wievielte ist denn das? Ich kann gerade nicht offen. Ach, jetzt kommt der. Naja, gut, dann bekämpfen wir ihn lieber hier draußen. Na bitte, geht doch. 1. Juni. An alle, die auf YouTube einschalten und das rechtzeitig sehen. Am 1. Juni könntet ihr auch mitmachen, wenn ihr am PC spielt. Ihr müsst halt am PC spielen. Bis zu Cathy spielen. Und bei Cathy. War hier nicht. Nee, wie funktioniert denn das nochmal? So, bevor ich jetzt zum Gemälde gehe. Werde ich auf jeden Fall erst Ornstein und Smaug machen. Weil da kriege ich dann den Teleport-Dinger. Ja, ist auch eine miese Stelle, stimmt schon. Stand da gerade was? Achso, wegen Nachricht lesen wahrscheinlich. So, Jungs, wisst ihr was? Ihr beide seid mir egal. So, euch hasse ich wie die Pest. Wie habe ich denn euch... Oh, ihr kriegt kaum Schaden. Das ist Mist. Ich glaube, ich muss auf das Drachending wechseln. Ich hasse die Viecher! Ich hasse sie! Hilfe! Oh Gott, nee. Könnt ihr bitte nicht? Nein, 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 nicht verprügeln! Ich werde hart verprügelt! Ich werde hart verprügelt! Erde. Oh, anvisieren bitte, danke. Ich müsste einmal kurz, könnt ihr mir einen ganz kurzen Moment geben, ihr drei? Nein, hört auf, mich zu verprügeln jetzt! Herr, meine Fresse! Wie ich euch hasse! Oh Mann! Nee, ich runter! Jetzt falle ich auch noch runter. Jetzt bekommen sie mein Drachenschwert zu spüren. Ich glaube, die müssten ja immun gegen oder halt eine Resistenz gegen Blitz haben. Deswegen wird der Speer nicht so geil sein. Der Gargoyle ist ja weg. Ach so, Moment. Ah, ich muss ja was tun. Stopp. Nochmal ganz kurz zurück.
Die Stelle findest du am schlimmsten? Ja, ich weiß gar nicht. Also bei meinem letzten Durchlauf war das hier super easy. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier solche Probleme habe, gerade ehrlich gesagt. Hoffentlich geht's mit dem Schwert besser. Es hat grundsätzlich, also von den Werten her, macht es nicht so viel Schaden wie der Speer. Weil das macht 200 und der Speer hat 144 plus 144. Aber wenn die Boys eben Blitzresistenz haben, was ich glaube, weil sie ja auch selber Blitzangriff haben, dann müsste das Schwert besser sein. Wow, jetzt ist der Aufzug gerade ganz unten. Leichtsinnigkeit, weil ich Erfahrung habe. Ja, sicherlich auch. Ich müsste jetzt auch mal Waffen hochleveln. Ich müsste jetzt langsam auch mal Waffen hochleveln. Ich habe mich aber noch nicht so richtig entschieden, was ich spielen will, weil ich noch nicht irgendwas Cooles, so richtig Cooles gefunden habe. In Dark Souls 3 habe ich ja das Fleischermesser richtig hart abgefeiert, bis zum bitteren Ende habe ich es durchgezogen. Die Waffe habe ich ganz am Anfang in Dark Souls 3 bekommen und dann bis zum bitteren Ende. Jetzt habe ich eine Menschlichkeit geschluckt und mich nicht menschlich gemacht. Ah. Nee, die Viecher sind mies. Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten schon, als ich das erste Mal gespielt habe. Und also das wird auch so bleiben, denke ich. Dass mir die hier jetzt nicht gerade... Ja, so, also mit der Waffe wesentlich mehr Schaden. Aber was heißt mehr? Ich glaube doppelt so viel. Aber das könnte natürlich auch dran liegen. Gut, tschüss. Dass ich sie beidhändig jetzt führe und vorhin habe ich sie einhändig geführt. Okay. Easy. So geht's natürlich auch. So, jetzt will ich aber den Speer wieder haben. Nehmen wir ihn beidhändig. Ich weiß, hier stehen zwei Blitzboys. Aber die versuche ich jetzt einfach hart zu ignorieren. Nope. Könnten Sie bitte runterfallen? Ja, danke. Nice. Stark. Ich habe nicht so viel gemacht. Das war viel eher der Ritter selber, der runtergefallen ist. Aber das war gut, dass ich hier schnell durchgekommen bin, war sehr, sehr wichtig. Und mit diesem Erfolg beenden wir eine YouTube-Folge. Dankeschön, Leute. Aber es war halt pures Glück. Ich habe nichts gekonnt. An der Stelle. Ah, Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Und am 1. Juni gibt's nochmal einen Invasionsrun live. Kommt gerne dazu. Ansonsten freut's mich natürlich, wenn ihr auf YouTube einschaltet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.